Herzlich willkommen zu einem Monster Hunter 3 Ultimate Let's Play. Das letzte Mal haben wir das Ende so gesehen, halbwegs gemacht vom Offline-Modus. Obwohl es ja nicht wirklich ein Ende war. Es geht ja weiter. Jo. Und es ist ja noch nicht der richtige Boss, Offline-Boss gekommen. Und dieses Mal werden wir, ja. Ihr habt's gesehen. Wieso? Wieso? Werden wir eine Quest machen, die... Ja, jetzt haben wir nur noch Doppelquests oder Dreifachquests. Oder gegen den Dämonio, ja? Das müsste eigentlich auch machbar sein. Aber ja, jetzt kommt erstmal ein bisschen heftiges Zeug. Worauf ich... keine Ahnung. Oh, schaut euch das an. Ich habe Gegengifte mitgenommen. Ich bin gar nicht so behindert, wie ich normalerweise bin. Ich glaub's nicht. Zauberei, Hexerei! Oh mein Gott, na gut. Ja, erstmal sich darum kümmern. Und ich glaube, ich sollte mal anfangen, irgendwie mal doch online oder irgendwo Brachydios zu farmen für den doofen Stein. Denn unsere Waffe, die könnte ich auch mal verbessern und so. Das wäre vielleicht ganz gut. Und kannst du mal aufhören zu schreien? Ich meine, du hast mich bestimmt vermisst, oder? Aua. Na gut, aber egal, egal. Wir machen jetzt einfach mal die Gegner fertig. Oder auch nicht. Irgendwie habe ich ihn ja doch noch erwischt. So. Das muss öfters passieren. Hier. Es wäre nice, wenn ich ihn mal irgendwie von der Wand runterschlagen könnte. Wenn sowas passiert, ist es immer sehr cool. Aber es passiert nicht oft. Oh oh. Oh oh. Ah, genau deswegen habe ich Gegengift dabei. Uiuiui. So, danke, dass du mir Zeit gibst. Und man sieht hier schon, das Gift ist irgendwie abnormal schnell. Ist es normal? Oder ist es hier irgendwie G-Rank-Gift aus irgendeinem Grund? Ist ja natürlich ein bisschen abgefuckt hier, wenn der sowas macht. Das ist ja überhaupt nicht nett. Weißt du was? Ich hau dich jetzt einfach mal nieder hier, währenddessen meine Kumpel mich heilen. Ah. Wie oft hat jetzt geschrien in den Kampf bis jetzt? Viermal? Oder dreimal, ich weiß nicht. Aber das kann doch nicht sein, Mann. Ja, es fängt natürlich super an. Die Gegner, die benehmen sich schon wieder wie die letzten Vollpäder, ey. Ja, ja. Ich meine, ich bin mir sicher, dass der normalerweise eigentlich große Probleme hätte in einer normalen Gesellschaft. Ja? Wenn man da einfach mal so rumschreit, dann ist es... Ich glaube, das ist sogar illegal. Das ist doch... wie heißt denn das? Oh, oh. Oh, das ist ja Lärmbelästigung. Boah, oh. Oh, oh. Ja, es ist die Sache, wenn die Doppelquests und keine Triplequests sind, dann ist es ein bisschen gefährlich, weil da kommen ein paar andere Kollegen dazu. Ja, ja. Hallo, macht euch mal gegenseitig kaputt, bitte. Ich mach hier mal... Ich bin dabei, eure Kinder zu töten. Das ist eigentlich... Das ist jetzt interessant. Gehören die irgendwie zusammen? Sind die zusammen? Ich meine, an sich sind sie beide irgendwie geschlechtslos so halb. Ich meine, das ist ein Giginox. Aber... Ich will es gar nicht wissen. Ist er hier lang gegangen? Bist du hier lang? Kann der hier lang? Er ist hier lang. Okay, ist eine Höhle. Gut, passt. Mann, ey, voll schrecklich. Ich hoffe, dass der andere uns nicht verfolgt. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Ich habe jetzt leider keine Dungbomben mitgenommen. Die könnten vielleicht ein bisschen hilfreich sein. Und mir fällt gerade auf, hier Kayama hat diese Maske und der tut jetzt alles abblocken. Und vorhin habe ich das auch bei uns gesehen. Kann es sein, dass der irgendwie Angriffe auf uns blocken kann? Das wäre natürlich richtig nice, wenn das die Maske machen würde. Ja, der hat jetzt die ultimative Maske, die so ultimativ ist, dass sie golden ist. Ist sie nicht sexy? Oho, sehr erotisch. Bin mir sicher, dass der Kayama jetzt voll der King ist bei den Chakalakas, ja? Er regt jetzt alle Chakalaka-Weiber ab. Gibt's sowas überhaupt? Man weiß nie. Ja, wenn man sich mal anschaut, wie die Chakalakas in den PSP-Teilen aussehen oder wo auch immer man die sieht. Ja, die sehen ziemlich eigenartig aus. Die sehen nicht so cool aus wie unsere Chakalakas, hier, unsere beiden. Aber wir haben ja auch Kids-Chakalakas hier. Oh oh. Mann, oh Mann. Muss das sein? Was?
Was ist das eigentlich für eine Einstellung hier im Leben? Einfach immer nur schreien, wenn was passiert. Ja gut, okay, besser als wenn er uns jetzt hier voll fertig zusammenschlägt und Hackfleisch aus uns macht. Normalerweise müssen die zum Hackfleisch hier verarbeitet werden. Wenn man sich so vorstellt, ist es eigentlich ziemlich nützlich, so ein Gegenox zu jagen. Ich meine, wenn wir jetzt hier von Hackfleisch reden. Sein Fleisch ist wahrscheinlich jetzt nicht so toll, ist wahrscheinlich voller Knorpel, so sieht's aus. Aber seine Haut ist bestimmt voll cooles Leder, das ist voll dehnbar. Ja, und es hält aus, wie es hält auch, wie es aussieht, viele irgendwelche Messerschläge aus. Oder allgemein von irgendwelchen scharfen Dingen. Das war jetzt wahrscheinlich nicht das beste Timing. Geht so. Chano, flieg mal runter, komm runter, Kumpel. Oh. Bitte, bitte, bitte geh einfach. Wechsel das Gebiet. Oh, wir sorgen einfach dafür, dass er das Gebiet wechseln will, ja? Du Piss. Oh, wir haben seinen Bauch verschnippelt. Oh, zu schreien, ey! Ja, verrückt! Oh, jetzt konnte ich nicht mal weg wegen dem Schrei, weil das so lange ging. So eine Arsch. Ey. Egal, Kayama, das. Hier, das Gute bei Kayama und seiner Maske ist, dass er die Gegner jetzt ziemlich gut hier ablenken kann. Weil die wollen jetzt irgendwie voll seine Kinder haben, aber der hat sich, der ist gut beschützt, ja. Der macht's richtig. Und, oh, oh, gehen die denn jetzt hin? Oh, okay, nirgendwo hin. Oder vielleicht doch? Oh, oh. Oh, ich weiß, dass ein Glitzerteil ist, das ist mir jetzt aber egal. Ich will einfach nur weg von dem Penner da. Und solange wir einen kaputt haben, ist der Rest eh nicht mehr so schlimm. Hallo, wo gehst du hin? Hier bin ich. Willst du meine Messer spüren? Ui. Mann, unsere Schärfe geht so schnell weg. Ey, ich will endlich mal die Waffe verbessern. Ey, was macht denn der für... Ey, ist das irgendwie eine neue Sportart oder so? Einfach mal so flick-flack durch die Luft machen, von einem Ort zum anderen die ganze Zeit. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sowas kann ich nicht. Wäre voll cool, wenn wir das könnten. Das können wir erst in Monster Hunter 4. Ah, nice. Und da ist es dann auch noch so richtig OP mit dir. Mit dem tollen Insektenstab da. Da kann man dann voll mega rumhüpfen die ganze Zeit. Und die Gegner mounten. Was ja jetzt nicht mehr so einfach geht. Da muss man nur irgendeinen doofen Dings nehmen. Waffen, so ein Sprungstil, der doof ist. Schade. Egal. So. Brr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 r
Und ja, und dann können wir mal hier so, oder was heißt fast durch, einfach nur so weit, dass er online beim Goldbart Sirius ist. Und dann kann ich ihn ja dafür missbrauchen. Ja, ich missbrauch dich. Oje. So. Ui. Hä, der ist gelb? Wieso ist der gelb? Ich wusste gar nicht, dass du Asiate bist. Ah. Hallo. Ich will dich ja nicht drehen. Ach, der ist ja wirklich gelb, in echt. Was? Ich hab dich geschriffen und du schreist rum hier. Ja, war ja klar. Oh. Das ist der, gegen den wir keine Gegengifte benutzen können, weil er kein Gift macht, was jetzt an sich auch gut ist, aber er macht dafür das da. Oh, alles klar. Komm schon. Oh, das ist explodiert. Wie ist denn das gerade explodiert? Wir waren gerade bei grün. Ist es so schnell auf einmal zu rot gekommen? Heftig. Nicht schlecht. Na gut. Hoffen wir mal, dass er auch so schnell kaputt geht jetzt. Wäre natürlich sehr nice. Sehr nice. Ei. Oh oh. Oh, bitte machen. Schlag mich. Oh, Chacha hat mich nicht erwischt, aber der Gegner hat mich auch nicht erwischt. Oh oh. Weg da! Oh! Vorsicht vor dem Zeug! Das ist echt heftig! Oh! Ja, der ist schon ein bisschen schrecklicher. Und wir wissen ja jetzt dank dem Monster Hunter, was hier das Elektrozeugs macht. Hier ist was. Wir sind jetzt so elektrizitiert. Das bedeutet einfach nur, dass wir viel schneller verwirrt sind. Und dann ja. Und dann ist auch das Elektro weg, sobald wir einmal verwirrt waren. Gut zu wissen. Ich meine, eigentlich habe ich es ja irgendwann mal bestimmt schon mal nachgeschaut. Aber das vergisst man ja so schnell, ey. Ich meine, das ist ja irgendwie so eins von den Sachen, wo man sich denkt, ja gut, ja, nicht so schlimm. Interessiert ja keinen. Obwohl es bestimmt echt fies werden kann. Oh, voll kaputt gemacht. Junge. Tut mir leid, aber irgendwie auch nicht. Oh. Oh. Mann, das ist. Ich habe gar ja mal Schleimelement auf seine Maske gegeben. Nice. Da hat einfach mal die Explosion getriggert. Also Kayamba, ich bin gerade schon stolz auf ihn. Normalerweise bin ich ein größerer Fan von Chacha, ich kenne ihn ja schon viel länger. Monster Try und so. Aber so langsam mit den Sachen, die Kayamba macht, nicht schlecht. Der hat's echt drauf. Boah, und der ist auch voll wütend gerade. Oh, Vorräte geliefert. Ich dachte gerade, oh, ein Mitglied ist gestorben. Nachricht so online. Da kriegt man schon irgendwelche Nachkriegs, keine Ahnung, Dingsens hier. Vorstellungen. Oje. Ja. So. Och nee. Er schreit schon wieder. Aber dieses Mal wenigstens nur, weil er wütend geworden ist und nicht einfach nur so. Drecksvieh. Boah, habt ihr gesehen, wie lange wir noch voll am Arsch waren? Wie lange wir noch unsere Ohren zusammengehalten haben? Der hat sich da schon voll bewegt. Ey, das ist ja voll unfair. Ah. Wir brauchen mal eine andere Rüstung. Am besten eine G-Rank-Rüstung. Am besten natürlich Goldbart Seadeus, aber ich meine, es ist schon schwer genug, nur Leute zu finden, dass man die Quest überhaupt machen kann. Da ist es bestimmt viel zu schwer, Leute zu finden, dass man auch nur so viele Sachen farmt, dass man den ja. Ihr wisst schon. Fatz. Obwohl, an sich müsste es jetzt nicht mehr so schlimm sein, Leute zu finden dann. Sobald Goldbart Seadeus fertig ist, weil G-Rank machen ja eh mehr Leute. Als High-Rank. Obwohl bei Herring, da kommen dann immer welche Leute dazu und so zum Helfen. Hallo, hüpf mal runter. So, los. Oh Mann, oh. Boah, das war relativ knapp. Chacha, ich rette dich. Oder auch nicht. Oh, ich wollte dich retten. Oh, Chacha und Kayama sind beide voll am Arsch gerade. Oh. Lass mich doch. Okay, gut. So, wann soll ich das aber schärfen? Boah, wie lange das da geblieben ist. Und für was für eine Reichweite das hatte, heftig. Oh. Ich glaube, das war bestes gutes Timing. Ah! Hier. Der Gegner sieht irgendwie voll cool aus. Hier sein Gesicht, hier das Grüne, sieht richtig nice aus. Oh. Ah! Tu mir doch nicht weh, du Hund, du. Oder ich will dich jetzt nicht Hund nennen. Das wäre ja irgendwie was Gutes für dich schon fast. Du bist ja ein Tumor, glaube ich. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was das hier ist. Es ist ja angeblich ein Wyvern. Aber meine Theorie ist ja, dass der Giginox einfach nur der Tumor eines Wyvern ist. Ja, und der hat sich manifestiert. Und ja, und wenn man gegen so einen
Tumor nichts macht und den nicht entfernt, wie wo dann ein Giginox rauskommt, dann wächst er so lang, bis eine bis ein Demonio rauskommt. Der sieht auch tumorig aus. Hm, darf man sowas sagen? So Tumorzeugs? Oder ist es jetzt auch schon so, du kannst Tumor nicht erwähnen. Es gibt Leute, die haben welche. Und jetzt bist du schlimmer als Hitler, deswegen, weil du es erwähnt hast. Humpelst du schon? Oh, aber warum humpelst du denn nicht? Das macht bestimmt Spaß. Ich humpel auch immer so zum Spaß durch die Gegend. Das war möglicherweise eine Lüge, aber... wenn ich ein Tumor wäre, dann würde ich auch durch die Gegend humpeln. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, wie ein Tumor sonst laufen soll. Na gut. Dann gehen wir mal zum... dann... wir sind in die falsche Richtung. Egal, es ist okay. Es ist jetzt nicht so schlimm. Da gibt es schlimmere Gebiete. Zum Glück war es kein Runterhüpfgebiet. Das wäre natürlich doof gewesen. Ah, Kollege, was machst du denn da hinten? Ich will dich vernichterinon. Oh. Ja, ich werde immer auch wütend, wenn vor mir eine Wand auf einmal auftaucht, ja? Ich meine, was hat die Wand da zu suchen? Kann die sich nicht einen anderen Ort suchen? Da will ich laufen. Ja, das hat er sich wahrscheinlich auch gedacht. Er ist einfach zur Wand hin und... oh mein Gott, da ist der Wand, verdammt doch mal! Jetzt bin ich wütend. Oh Gott. Oh, hör mal auf. Bläh. Da, einfach mal explodiert. Das Bläh war bestimmt nicht ich. Das war der Sound von dem Spiel. Ja. Meine Soundeffekte wieder hier. Die klauen mir einfach meine Sound. Oh, meine Soundeffekte. Oh, er humpelt. Der Tumor humpelt. Oh, der hat meinen Tipp angenommen. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Du kannst jetzt auch bitte sterben. Explodier doch mal. Wir sind immer noch bei Gelb oder Rot. Oh, wäre das jetzt explodiert, ist er nice gewesen. Der kommt aber langsam da hoch irgendwie. Scheint wohl nicht so fürs Fliegen gebaut zu sein. Naja, gut, okay. So ein verkackter Dämonio kann sich auch durch den Boden graben. Der hat nicht mal Arme. Ja gut, der hat Arme, aber der hat so kleine Puppel-T-Rex-Arme. Und der kann sich trotzdem durch den Boden graben. Da fühlt man sich voll verarscht. Vor allem mit seiner kleinen Fresse da. Wie geht es? Och, ja, nee. Ihr habt's kapiert. Du willst Aufmerksamkeit. Obwohl, dein anderer Kollege wollte ja noch viel mehr Aufmerksamkeit. Der hat die ganze Zeit geschrien, obwohl ich ihn schon geschlagen habe. Normalerweise hört man doch auf, wenn man jemand zu schreien, wenn man geschlagen wird, oder nicht? Aber ihr wisst, was ich meine. Die schreien doch normalerweise nur wegen anderen Gründen, nicht weil sie geschlagen werden. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat irgendwie über die Gesellschaft rumgemeckert. Weil die nicht ihn aushalten können, wie er rumschreit, ja? Weil die immer die Polizei rufen. Oh. Wir haben ihn vernichtet. Boah, der ist ja lila. Widerlich, ekelhaft und sein Inneres ist blau. Na gut. Und ich dachte, du wärst cool. Und jetzt kommt sowas. Ich dachte, der wäre so voll grün, gelblich und so ein bisschen Neon. Und dann kommt da noch eine Farbe dazu. Und noch eine Farbe. Ach, so viele Farben auf einmal. Und nicht mal ein Regenbogen, Mann. Was kannst du eigentlich? Na gut. Peng. Ja. Wir bauen so lange das Erz ab. Wir brauchen den Typen da nicht. Wir sind zu gut für ihn. Hier, wir holen unsere Rätselamulette und unsere Eisenerze. Da freuen sie sich. Hier, Chacha mit seinem Gemüsekopf. Und Kayamba mit seinem antiken Pyramiden-Dings-Kopf. Oh mein Gott, wenn es so einen Pyramiden-Helm geben würde. Oh. Ping, 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 ping. Was gibt's denn so Schönes? Okay, nicht allzu tolle Sachen, glaube ich. Aber die haben jetzt auch nicht so seltene Sachen. Die beiden Kollegen.
Und ja, ich habe das alles gelesen. Aha. Ja. Ladevorgang. 20 Minuten ging doch. Ich habe jetzt eigentlich 30 erwartet, weil das Doppelquest und so, aber ja, das war eine gute Quest. Weil es gibt manche Doppelquests, da denken die sich, den rollen wir, den geben wir nicht die Hälfte an dem, sondern einfach mal dieses Fünffache, um dich zu rollen, du Pisser. Ja. Ja gut, das stimmt jetzt vielleicht nicht, aber es kommt einem schon manchmal so vor, ja. So, das war's dabei und dann, ja. Oh, das sind Blätter. Egal, ich beende jetzt die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.